Ja, okay, so ist auch cool. Dann kriegen wir wenigstens wieder neue Gegner. Wie gesagt, ist dann auch irgendwann langweilig, wenn man halt nur ständig gegen die eigenen Gegner. Ja, aber Gegen die. so ist gut. Wir kriegen neue Gegner, aber wir halten unser Team. Ja. Und Capri Fiesta hat ja gar nicht mal so schlecht gespielt. Ja. Hat zwei Tore gemacht zum Ende. Black Fox hat sich auch gut gehalten. Die haben sich alle gut gehalten. Wen haben wir denn noch? Wieder keine alten Bekannten. Okay. Ich glaube, das wäre Zufall bei so vielen Leuten. Ja. Gucken wir mal, was wir draus machen. Ah, schade, zu schnell. Und zu hoch, ja. Ja, schnell eher was. Ein Herz für Taxifahrer, yay! Oh, oh. Alter. Oh, Mist. Aber der wird was, komm. Ja, aber ich hab den nicht sauber getroffen. Wieder zu weit unter den Ball gekommen. Aua, mir kommt irgendeiner ins Tor. Ohne Ball. Oh. Alter, was da los ist, echt? Ich hatte keinen Fallrückzieher gesehen, geschafft. Noch nie? Ja, doch, ein oder zweimal habe ich schon geschafft. Aber ich würde gerne mal damit ein Tor machen. Das wäre auch mal geil. Ich vermute, da gibt es gar nicht eine 3D. Ja. Boah! Glanzparade! Patz! Hast du den gerade vernichtet? Kryptoniko mal eben kurz. Naja, der kommt so. Schande. Ach, der ist gegen uns, ne? Was ist der, der mich gerade vernichtet hat? Vernichtet hat. Naja, anderthalb Minuten gespielt. Ist okay. Ah, verdammt. Da haben wir, wie sie gleich alle herkommen, wie da die Leute reingeflogen kommen. Ja. Jeder will irgendwo ein Stück von dem Ball haben. Ja. Sei es zum Rausklären und sei es zum Versuchen, das Tor zu machen. Man muss mal darauf achten, zum Beispiel, wie der Rasen zerstört ist. Aber ich hoffe, das ist nur bei dieser Map so. Scheiße. Rasen? Echt? Wird er zerstört? Ja, guck doch mal, die Löcher. Achso, das. Achso, ja, ich dachte, wird zerstört, wenn du reinfahren, drauffahren, drüberfahren. Keine Ahnung, ob das in allen so ist, aber ich glaube, nur bei dem hier ist es so. Ich finde die Karte eh recht cool wegen dem Dunklen und so, weil es. Ja, der Skyline so ein bisschen im Hintergrund, ne? Ja. Ich erwischt. Ja. Wie war ich da auch noch mit drin an dem Ball? Aber. Nicht wirklich was gerissen. Verdammt schade. Wieder drunter durch. Mist. Boing. Wird halt wieder von allen gerammt. Oh, oh. Nein! Scheiße. Da habe ich aufs Dach gekriegt. Ich dachte, ich könnte wieder zurück, aber ich kann mich schnell zurück genug rückwärts. Hier. Hey, doch nicht. Schade. Ja, kann nicht jedes Match gewinnen. Wäre schön, aber. Man muss den Gegnern auch mal was gönnen können. Ja, man muss auch mal selber verlieren. Ja. Hey, bei dir jetzt komme ich auf kurz zu regnen, oder? Ja, hat es schon die ganze Zeit. Ich habe tatsächlich weiter darauf geachtet, wenn man nicht in so einem Spiel drin. Man merkt das auch, wenn ich weniger quatsche. Ja, da ist man viel konzentrierter. Ja.
Hab ich bei vielen Let's Plays so. Kann aber auch die fortgeschrittene Uhrzeit sein. Das könnte auch sein, weil ich glaube, wir haben schon wieder halb drei. Halb drei aber jetzt, haben wir jetzt gerade, ja. Hier in Deutschland. Morgen ist halb drei in Deutschland. Ja. Fang. Süßigkeiten, Kram in der Hand. Es geht eher ab halb zehn. Darfst du das essen? Genau, halb zehn. Morgen ist halb zehn in Deutschland. Jetzt mal so ein schönes Tor. Nein, ich fliege bald am Leben. Zack, war kurz den. Aua. Ah, oh, der hat mich nicht weggedreht, hätte ich mich nicht rechnen können. Geldschein hatte ich auch noch nicht. Ich? Mhm. Doch, hab ich auch schon. Tau! Oh Mann! Der wär so schön rein. Naja. Hat nicht sollen sein. Gut. Nochmal ein Serverwechsel? Jo, gerne. Okay. Einmal kurz. Rüber. So. Und. Kann ich auch kurz meine Fahrzeuge nochmal anschauen, was neu ist? Was habe ich denn da so bekommen? Was ich jetzt auch gerade mal sehe, das Taxischild, das leuchtet sogar. Das geht einmal an und aus, immer die ganze Zeit. Okay. Mal gucken, ob ich eine neue Antenne mal dran machen. Oder mal an das Auto einfach nehmen. Nehmen wir den Octane. Nehmen wir einfach mal. Ich bleibe bei meinem Roadhog und nehme meine neue meine alte Lackierung, besser gesagt. Und Reifen. Ich glaube Reifen. Ja, da fehlen auch noch einige. Konfetti ist jetzt neu, aber ich glaube, wir machen es immer wieder ein bisschen verschwenderisch und hauen einfach mal wieder ein bisschen Geld raus. Und ich glaube, wir setzen uns heute mal die Krone auf. Nee, ich nehme eine andere Antenne noch, und zwar die des Horrorclowns. Und als Antenne nehme ich mal den Smiley, der sieht ja süß aus. Ich glaube, den habe ich auch schon, den Smiley. Mal gucken. Kann ich euch ja auch mal kurz zeigen. Moment, halt. Da ist er. Der Smiley. Machen wir das Gesicht. Ah, hier. Tada! Da ist der Smiley. Fehlen mir immer noch einige. Du sagst, wenn du bereit bist. Kalibur. Okay. Naja, gut, wir nehmen den Horrorclown. Ich bin soweit, ja. Dann starten wir das Match. Es sind ja nur 9.141 Leute dabei. Und online insgesamt sind wir bei 118.000. Schon einige, definitiv. Nee, ja, für die Uhrzeit kann man auch sagen. Oh, wir sind in einem Match drin. Oh, weh. Wo war denn der Server? Noch ruckelt's, aber jetzt läuft's für sich. Wo ist der Ball? Ja, wir haben noch schon ein Tor. Wir liegen auch schon 0-3 hinten. Naja. Ja, das machen wir auch. Bin ja wieder dabei. Vorhin hat's auch geklappt. Nächste, es fängt schon an, dass ich jetzt ein Tor rette. Vorne an der Front, sehr schön. Oh, oh. Wie die Autos hier durch die Gegend fliegen. Ich glaube, ich komme mal mit vor. Ne, ich glaube, ich bleib mal hinten. Ach, shit, ich habe sie nicht unten getroffen, sondern an der Seite. Hey, hier hat auch einer den Eiswagen. Ich
Robin van David oder so, wenn ich richtig lese im Account. Der hat den auch. Ich glaube, da ist immer auch noch einer unterwegs. Warum nicht? Hey. Ist ja nicht verboten. Ne. Ist den König in Rot. Niemals. Ach, schade. Ja. Oh, Torvorlage. Perfekt. Ey, wahrscheinlich auch ein Let's Player. Ivan LP. Grüße an der Stelle. Genau, liebe Grüße an den Ivan. Kann aber auch nur so gewählt sein, der Name. Natürlich. Oh, der Oh, Pass. Der wird... Na! Fast. Der wär schön gekommen. Sehr schön. Der war richtig schön in den Winkel gegangen. Schade, schade. Ja, das ist ärgerlich, dass den noch rausgeholt hat. Den habe ich schön drin gesehen. Ja, aber. Ja. Ich glaube, den haben wir alle drin gesehen. Da sehen ja. Wir den drin. Ja. Statt 2:3 steht es noch 1:4 und da konnte ich auch nichts mehr machen. Ich stand auf der Linie, aber wieder zu weit hinten. Nikita hat ihn tatsächlich reingehauen. Da ist der Horrorclown. Eiswagen, ja. Sag ich doch, ich war doch der zweite unterwegs. Der Micha hat jetzt. Erst Kontakt, aber irgendeiner hat mich mit aufgehalten. Ja. Sonst wäre er wahrscheinlich auch schön in die Richtung geflogen. Mhm. Ja. Oh, jo, jo. Ja, es kommt immer darauf an, wie man die Bälle trifft. Ja. Ich gucke immer, dass ich es seitlich anhaue, aber wenn genau einer von der anderen Seite kommt, der rammt mir natürlich den Ball dann auch in die Fresse. Natürlich. Und auch jede Raketenspur, die man zum Beispiel hat, die hat auch andere Effekte. Hier hörst du diese Party-Tröten und so zum Beispiel beim Konfetti. Ja, und beim Geld hört sich dann halt an, so bling bling, weißt du, so das. Ja. Ich hab Geld, ich haus das Fenster auf. Genau. In dem Fall aus dem Koffer. Johann haut ihn wieder vor. Wäre jetzt nicht schlecht, wenn er noch mal Tour machen würde. Party! Sehr schön, mitten in der Luft abgefangen. Ich werde wieder weggedrückt von irgendwem. Zwei Horrorclowns hier. Kennst du dich aus, ja? Ja, den habe ich ja selber schon gehabt. So. Mal zumindest ein bisschen in die. Oh, 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 oh. So. Noch einen Boost holen. Schade. Der passt. 1:5, naja. Die Nikita schon wieder. Die Nikita, der Nikita, weiß man auch nicht. Ob es ein Männlein oder Weiblein ist. Aber es klingt sehr nach einer Frau. Frauennamen, Nikita. Ja, kann aber auch ein Männername sein, aber man sagt eigentlich von einer Waffe, wenn die Nikita ist normalerweise eine Waffe und dann sagt man nicht die Nikita. Oder vielleicht das Nikita, wer weiß. Gehen wir in Orange, natürlich Nikita Regenbogen-Raketen. Neue Reifen, wurde auch schon langsam mal wieder Zeit. Ich bin jetzt fast Stufe 16. Dann spielen wir nochmal eine Runde gegen die und diesmal von vorne. Mhm. Den Iceman hat man auch schon mal, oder war der... Nee, ist ein NPC, oder? Ja, ja. Das ist ein Computerspieler. Also, stimmt. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn jetzt einer wieder reinjoint, dann ist der nämlich auch raus. Ja, ja. Deswegen hat er auch eine Ping von 0. Deswegen. Ah, es könnte echt ein Let's Player sein, Ivan LP. Könnte, weiß man nicht. Kannst du ihn ja mal anschreiben. Müsste ich mal suchen bei YouTube, ob es den gibt. Na Robin, drück doch mal Start. Aber ich habe das Computerspieler, weil die da oben am Tippen sind. Und so schnell kann ich gar nicht schreiben. Ich weiß gar nicht, wie man hier in das interaktive Menü zum Schreiben kommt. Ich glaube, das funktioniert wirklich nur, wenn die über PC spielen. Ich glaube auch, weil das kannst du auf der Konsole, geht es jetzt gar nicht.
Du kannst nur hier, kannst du jetzt sagen, ey, guter Schuss, oder, oh mein Gott. Dummy. Ja, das wüsste ich echt mal gerne, ob der Ivan LP tatsächlich ein Let's Player ist oder ob der Name einfach nur durch Zufall gewählt ist. Kannst du ihn ja nachher mal auf der PlayStation anschreiben. Wäre natürlich mal sehr lustig, in einem Let's Play von einem anderen Let's Player mit dabei zu sein, ohne bewusst zu sein. Oder falls der gute Ivan mal zuschaut, weil er nämlich auch gerade am Aufnehmen ist. Liebe Grüße, ihr könnt sich gerne mal bei uns melden. Vielleicht kann man irgendwann mal zusammen irgendwelche Projekte starten. Oder mal zusammen einfach zocken. Da unterstützen wir und sollte man eigentlich jeden unterstützen. Richtig. Weil jeder fängt mal klein an. Gut. Boah, daneben geklappt. Alle vorbei, ich auch. Zumindest ein bisschen geblockt. Na? No. Oh, boah, Alter. Ich hab einen Regenbogen, ne? Alter, was hier los? Torschuss. Ja. Das wäre es nicht schlecht, wenn einer von uns reingekommen wäre. Irgendwie ein bisschen wegkommen. So, jetzt haben wir ihn. Wo ist er? Nein! Scheiße. Ich hätte ihn fast rausgeholt. Er ist Kontakt. Mist, daneben. Millimeter entfehlen. Also ein bisschen in die Richtung drücken. Ganz. Schade. Oh nein. Daneben gesprungen. Boah, Alter. Der hat mich zerstört. Ach, Mann. Da ist schon noch mit dran. Nee, weiß ich nicht mehr. Jetzt aber. Der passt da hinten rein. Der schöner ist von uns. Sehr schön. Anschlusstreffer, ja. Guter Schuss. Sehr gut. Noch anderthalb Minuten. Da bin ich.
Ich hab dem einen schön noch den Ball vom, vom Dach genommen. Jetzt Minütchen. Jetzt aber komm. Mist. Dreißig Sekunden noch. Das letzte Level wird gerade recht leise, merke ich. Ja. Aber das liegt ein bisschen an der fortgeschrittenen Zeit. Ja, deswegen. Wahrscheinlich auch jetzt die letzte Aufnahme vorerst mal sein. Ja, ich werde mich jetzt auch. Naja. Ah. Tor, und das war's. Und der schon wieder, der hat aber jetzt schon alle drei gemacht. Ich glaube auch. Schade. Naja, zumindest hat man schon ein Tor. Immer noch besser als keins. Und mal so wirklich nebenbei, habe ich gerade mal ein bisschen recherchiert. Diesen Ivan-LP gibt es tatsächlich bei YouTube. Deswegen warst du auch nicht bei der Sache. Warum? Niemals. Anstatt, dass du das danach gemacht hättest, ne? Hätte man nämlich genug Zeit gehabt und nicht mitten in einem Let's Play. Ach, niemals. So. Nein, aber... In dieser Hinsicht möchte ich mich mal verabschieden. Ja, werde ich jetzt auch machen. Dann danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Hoffe, wir sehen uns in den nächsten Folgen oder in der nächsten Folge mal hin wieder. Ja, und dann auf jeden Fall mit ein bisschen Motivation und ich hoffe, dass das ganze Team mal wieder dabei ist oder mal komplett dabei ist. Der Levin und der Dani und wir zwei natürlich am Start. Ja, hoffentlich. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüssi. Ciao, ciao.